Salam Deutschland, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute sind wir mit zwei nicht exklusiven, sondern sehr herzlichen Gästen, die etwas Unglaubliches auf die Beine gestellt haben oder mittendrin sind, um ganz ehrlich zu sein. Wir sehen sehr viele Parallelen zu unserer Plattform Commons Place und wir hoffen, dass ihr Motivation daraus schöpft, Inspiration daraus schöpft und vor allem die in der Nähe von Berlin sind, definitiv nicht verpassen, die Geschwister zu besuchen. Viel Spaß bei der Folge. Salam. Salam, 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 So, Bismillah, assalamu alaikum. Walaikum salam, warahmatullah. Jedes Mal beim Podcast starten wir den gleich, bevor wir irgendwie in eine Vorstellung oder ähnliches kommen. Wenn ich euch einen Tee servieren dürfte, welcher wäre das und warum? Einen klassischen türkischen schwarzen Tee, mein Freund. Maşallah. Ohne Zucker, muss ich anmerken. Okay. Und Aber bei es muss dir? in diesem türkischen Glas sein, weißt Auch mit dem Untersetzer? Ja, natürlich. Natürlich. Blaue Blumen oder andere Farbe? Rote, rote. Rote, Diese maşallah. rot-weiße Tasse. Da gibt es eine Geschichte dazu. Oder Burak hat mir die vor kurzem erzählt. Man nennt es gibt auch so rot-weiß immer. Rot-weiß, rot-weiß auf Untersetzer. Das nennt sich Acem. Acem kommt von Iran oder irgendwie, ne? Ja, genau, es hat so einen persischen Ursprung. Genau. Also diese Motive drauf haben, so altpersische, iranische Motive. Und der Tee sieht dunkler aus, wenn du ihn servierst. Also wenn er weniger dunkel ist, sieht er trotzdem, hat er die richtige Farbe durch dieses, weißt du, durch das Licht und so weiter. Eine. Weil die den nicht so stark trinken wollen und dann aber auch nicht als Schwächlinge dastehen wollten wahrscheinlich, ja? Ja, Spannend. richtig. Ja, mit so Aber wir hören auch schon zwei Stimmen. Wir haben mashallah wieder eine Doppelfolge und ich freue mich riesig drauf. Denn wir haben Ferhat und Burak Abi bei uns, Ferhat Sert und Burak Eres. Und wir reden über was ganz, ganz Spannendes, was ganz, ganz Tolles, was ihr aufgebaut habt. Erste Frage an euch beide, ja, gleich, wenn wir zum Thema und dem Geschäft und all das Ganze kommen. Seid ihr ursprünglich beide Berliner? Ja. Okay. Aufgewachsen, zur Schule gegangen, wo? Kreuzberg, Wedding. Das sind die einzigen zwei, die mir einfallen. Ja, geboren und aufgewachsen in Neukölln. Okay. Du Kreuzberg, Ich ne? bin in Kreuzberg geboren und auch die meiste Zeit. Aber Bruder, wir waren wie die Nomaden. Also wir waren zwischendurch in allen Bezirken, Michael. auch in Neukölln, auch in Charlottenburg, zwischendurch in Düsseldorf, in Hamburg, in der Türkei und so. Aber immer wieder hat es uns nach Berlin zurückverschlagen. Inshallah. Jeden zieht es zurück nach Berlin, sagt man. Wo habt ihr euch das erste Mal kennengelernt? Okay, mit der Frage habe ich nicht gerechnet. Ey, ich glaube, das war 2006. 2006 oder so. Spannend, krass. Damals gab es noch diese Abiler, diese Brüder von Fethullah heute, die so von Fethullah Gülen die Bücher gelesen haben und die hatten so Einrichtungen, wo man so am Abend sich getroffen hat, Tee getrunken hat, was gemeinsam gelesen und was geschaut hat. Und wir waren damals in der gleichen Gruppe. Aber es war 2006 oder so, war Ja, es? Das es ist gab auch schon. so ein Camp, die haben immer so Camps gemacht, weißt du, so Sommercamps, so für Woche. Und da lief Burak mit seinen langen Haaren und seinem Angry Bird T-Shirt rum, das rote Angry Bird. Und so ist er uns in Erinnerung geblieben. Aber damals waren wir nicht so eng, wir mochten uns. Wir haben dieselben Ilahis, dieselben Naschis und so gehört am Abend. Aber wir waren dann noch nicht so eng gewesen. Krass, 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 krass. Und jetzt seid ihr, ich meine, 2006 sagt ihr, das sind 18 Jahre her, habt Ja. ihr einiges zusammen gemacht. Darunter, also gereist, habe ich eben verstanden, ihr seid in verschiedenen Ländern gewesen und seid mittlerweile zurückgesettelt in Berlin mit etwas, das sich nennt Umahab. Vielleicht erzählt ihr kurz den Zuhörern, was Umahab ist, wofür der Name steht, und dann reden wir über die weiteren Hintergründe. Umahab steht für, ist eine Abkürzung für United Muslim Acceleration Hub. Wir wollen quasi die Muslime, die sich hier vereinigen oder die sich überall vereinigen, beschleunigen. Das ist so die Idee. Und Umma, die Gemeinschaft, ist auch mit drin versteckt. Zwar nur mit einem M, aber wir haben versucht, den Namen so zu machen, dass wer weiß, der weiß. Aber wer nicht weiß, denkt, okay, es ist halt Umma-Hub. So, es ist halt so ein netter Laden mit nettem Ambiente. Und es ist ein. Also im vorderen Bereich ist ein ganz normales Café, was für jeden zugänglich ist. Also du musst jetzt nicht Mitglied sein oder so. Unser Kaffee ist super lecker und auch super beliebt.
Der vordere Bereich ist auch unsere Community Space, also Kaffee und Community ist im vorderen Bereich. Und dann gibt es hinten einen Coworking Space. Mhm. Das heißt, es gibt einen Bereich, wo du quasi dir einen Tisch mieten kannst, einen, der dir zugeordnet ist oder einen, wo du Platz findest. Dahinter gibt es dann noch Offices. Und unser USP ist, wir sind das erste und einzige Coworking Space mit einer Musalla, mit einem kleinen Masjid. Das ist unten im Westen. Also die, die jetzt in der Türkei und so weiter, die zähle ich nicht, weil da hast du überall einen kleinen Musalla. Ja. Aber das ist so das, worin wir quasi besonders sind. Das ist, glaube ich, auch in a nutshell Umab. Habe ich irgendwas vergessen, Murak? Nee, trifft's genau. Ja. Um die Ecke, wenn ich richtig in Erinnerung habe, gibt's noch Mustafas Gemüsekebab. Ihr seid da in der, war das Großbärenstraße oder so, wenn ich mich nicht irre? Ich war zwar selber noch nicht da, aber ich habe es bei mir verankert. Oder ist das veraltet? Ist der Dönerladen nicht mehr da? Na, es stimmt schon. Es ist bei uns hier direkt um die Ecke. Wir sind deswegen, also wir liegen relativ zentral in Berlin, in Kreuzberg. Direkt um die Jörgstraße, Ecke. Jörgstraße, ne? Ja, Jörgstraße, richtig. Nein. Jörgstraße, Ecke, Großbärenstraße. Das ist in der Ecke, also um die Ecke ist der U-Bahnhof Mehringdamm. Und da ist dann halt auch Mustafas Gemüsekebab. Mustafas Gemüsekebab ist wie so ein Landmark der Stadt, wie so eine Sehenswürdigkeit. Einen. Genau. Aber ich war selber tatsächlich noch nicht da. Ein Freund und Bruder, der Sammy von unserem Commons Place Team, der war ja erst letztens bei euch da. Und ich sehe auch die Bilder im Internet einfach nur. Mashallah, ja. Es sieht sehr, sehr erstens schön, ästhetisch und auch professionell aus. Also das, was auf die Beine gestellt wurde dort, ist richtig schön. Das Ganze macht ihr wie lange? Jetzt seit genau einem Jahr. Wir hatten letzte Woche unser Einjähriges. Okay. Mashallah, Glückwunsch, sehr, sehr schön. Und wir greifen, weil das steckt schon relativ, also sehr, sehr viel drin. Ne? Also ihr habt einmal, haben wir das Geschäft, Coworking Space, Café, Ortschaft etc. Und dann habt ihr schon das Ideelle dahinter. Ja? Also den Gedanken United Muslim Accelerator oder Ummah, Gemeinschaft etc. Und auf beides würde ich gerne eingehen. Vielleicht fangen wir, bevor wir zum spirituellen, zum ideellen Teil vielleicht gehen. Grundsätzlich, wann habt ihr zwar entschieden zu sagen, ey, wir würden gerne was aufbauen? Und vor allem auch gemeinsam, weil man kennt das ja oder auch diese Stories, man ist zwar befreundet, aber wenn es dann ums Geschäftliche geht, kann es auseinandergehen, kann es zu Streitereien kommen, andere Typen, andere Ideen, andere Vorstellungen etc. Wie ist das bei euch zustande gekommen, dass ihr gesagt habt, ey, wir machen das jetzt gemeinsam? Und vor allem auch so etwas. Also wir haben uns zwar kennengelernt 2006, 2007, haben dann aber in der Zwischenzeit auch zusammen gearbeitet als Arbeitnehmer. Da haben wir quasi geschäftlich zum ersten Mal miteinander zu tun gehabt. Und die Idee stammt tatsächlich auch aus der Zeit, in der wir zusammen gearbeitet haben. Das war 2018, ne? Kann sein, ja. 2018, 2019 haben wir zusammen gearbeitet und dann auch beide vom Arbeitgeber quasi, also wir haben gekündigt. So, wir wollten da nicht mehr arbeiten. Zusammenarbeiten heißt aber auch, gleiche Erfahrungen zu machen. Und durch die Erfahrung, die wir gemeinsam gemacht haben, haben wir gemerkt, okay, wir gucken mehr oder weniger in dieselbe Richtung und wir haben die gleichen Werte, die wir vertreten und wir setzen auf die gleichen Indikatoren, womit wir Qualität messen. Und weil uns das bei unserem alten Arbeitgeber nicht gepasst hat, oder die Erfahrung, die wir damals gemacht haben, haben wir gesagt, wir müssen darauf reagieren. Einfach nur kündigen oder einfach nur meckern reicht nicht, das ist nicht konstruktiv. Lass das in ein nachhaltiges oder konstruktives Konzept umsetzen. Und dann wollten wir eigentlich tatsächlich auch 2019, hatten wir die ersten Ansätze, das zu gründen. Das, was wir jetzt als Coworking und Community Space, als Umahub festgesetzt haben, wollten wir schon 2019 umsetzen. Aber um ehrlich zu sagen, waren wir noch nicht reif oder noch nicht alt genug, um zu realisieren. Oder wir hatten auch noch nicht genug Rollenbilder vor uns, die uns die Energie gegeben hat, zu sagen, okay, wir schaffen das. Wir haben das Selbstbewusstsein, wir haben das Geld, wir haben die Erfahrung, wir haben das Netzwerk. Ich denke, daran hat es ein bisschen gescheitert, würde ich jetzt sagen so. Wir haben uns nicht getraut. Man. Ja, wir haben es einfach. Miete bezahlen, laufende Kosten, du bist dein Leben lang Arbeitnehmer, du traust dich einfach nicht. Genau, und dann sind wir trotzdem noch unsere irgendwie eigenen Wege gegangen, über die nächsten 3 Jahre, 3,5 Jahre. Und dann haben wir gekündigt, so unsere Jobs. Und das Erste, was wir dann gemacht haben, ist gegenseitig wieder Kontakt aufzunehmen, zu sagen, ey Bro, da war doch noch was. lass das mal diesmal machen. Jetzt haben wir die Erfahrung, jetzt haben wir ein bisschen Geld beiseite gelegt, jetzt haben wir das Netzwerk, jetzt der richtige Zeitpunkt.
Ich erzähle mal kurz die Geschichte, weil die ist lustig. Ja, gerne. Also, Burak hatte bei einem Scale-Up eine richtig Baba-Position gehabt. Er war so der Richie Rich in unserem Freundeskreis. Und ich hatte auch einen ganz neuen Job angenommen. Also in so einem, ich bin ja eigentlich Juwelier. Und bei so einem Startup, also bei dem einzigen Juwelier, der wie ein Startup gearbeitet hat. So, ich habe eine Woche lang gearbeitet und ich habe nach einer Woche schon gemerkt, okay, ich werde hier nicht lange bleiben. So, ich wurde nach einer Woche gekündigt. Bruder, zum ersten Mal in meinem Leben hat jemand mit mir Schluss gemacht. Immer habe ich gekündigt. Immer war der, der gesagt, kündige. Und zum ersten Mal wurde ich gefeuert nach einer Woche. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich nach Hause gekommen bin. Und ich war bei so einem Top-Juwelier, super schick gekleidet, extra abgenommen und so. Ich komme nach Hause, super schick gekleidet. Meine Frau sagt, was machst du hier? Du bist doch gerade arbeiten gegangen. Und ich habe dann so ein Fake-Lächeln aufgesetzt und dachte so, ja, ich wurde halt gekündigt, so, aber was willst du tun? Krass. Am selben Abend ruft mich Burak an und wir hatten mit Burak damals nicht so viel Kontakt gehabt, weil er war busy, ich war busy. Und er sagt so, Bro, du bist doch sehr gut im Kündigen. Ich stehe kurz vorm Burnout, ich kann nicht mehr. Wie kann ich hier kündigen? Ich will bei meinem aktuellen Job kündigen. Und ich wurde gekündigt und ich bin so am Telefon und sage so, ja, Bruder, ich will auch kündigen, ich habe auch keinen Bock mehr. Also ich traue mich nicht, ihm zu sagen, weißt du. Sag ich, ja, man ist voll scheiße hier und so. Und dann meinte ich, lass mal morgen telefonieren. Und ich überlege mir die ganze Zeit, wie soll ich es ihm sagen, wie soll ich es ihm sagen. Haben wir nächsten Tag telefoniert. Und ich meinte, Bro, ich wurde gekündigt. Und ich würde dir auch raten, dass du kündigst, weil das tut dir nicht gut. Mhm. Und dann gucken wir einfach. Und dann haben wir uns irgendwo getroffen und gesagt, jo, was machen wir, was machen wir? Und dann, wie Burak eben gesagt hat, haben wir gesagt, da ist doch noch was, was wir nicht gemacht haben. Und jetzt ist die Zeit quasi all in zu gehen. Krass. Weil, guck mal, Bruder, wir sind in Deutschland. Ja, in Deutschland gibt es ein noch funktionierendes soziales System, ein Auffangbecken. Das heißt, wenn du hier nicht all-in gehen kannst, dann kannst du nirgendwo auf der Welt all-in gehen. Aber das Maximale, was dir passiert, ist, dass du vom Staat leben musst, was natürlich nicht schön ist, aber du wirst nicht unter der Brücke schlafen, auf der Straße bleiben. Burak hatte damals er hat immer noch ein Kind, einen Sohn, ich habe zwei Kinder gehabt. Schön. Unsere Frauen waren beide in Elternzeit und wir haben trotzdem in dieser Zeit gesagt zu unseren Frauen, ey, wir haben doch noch ein bisschen Gold von der Hochzeit, gib mal her damit, wir gehen jetzt all in. Wir machen jetzt. Und Alhamdulillah, also bisher klappt es ganz gut. Mashallah, mashallah. Ist auch ein bisschen, also einige Sachen kommen mir direkt in den Sinn. Ihr habt 2019 erwähnt. Interessant, dass es vorher nicht geklappt, also dass ihr es vorher nicht gemacht habt, weil dann kam Corona. Dann wäre wär richtig kurz Beine wegziehen gekommen, also wie das bei einigen auch der Fall war. Und ihr habt es quasi im Nachhinein und sehr interessant. Er ruft dich am selben Tag an, wo du gekündigt wirst. Ja, er steckt ein bisschen Qadr dahinter, ne? Maktub, yani, dass ihr so, dass die Wege sie sich wieder gefunden haben. Und schön, yani, mashallah, dass das ist. Und ihr habt auch, Burak, du hast es erwähnt, dieses, man hat den Mut nicht, ne? Das ist eine Realität einfach. Gerade wenn du in so einer Gesellschaft aufwächst, wo alle Schritte, also das kenne ich vom Studium vor allem, ne? Sehr viele Leute haben Probleme von der Schule zum Studium, weil Schule, du wirst jeden Schritt wirst du begleitet. Ne? Du bist wie so eine ältere Person, die hat die ganze Zeit eine Stütze unter der Hand und die wird irgendwie überall hingebracht, zum Einkaufen, zu Hause und so weiter und so fort. Dann kommst du ins Studium rein und denkst dir, was geht gerade ab? Du bist nicht unbedingt vom Kopf her, von der Intelligenz her nicht so weit, aber selbstständig sich um alle Dinge zu kümmern, das macht vielen Leuten Angst. Und genauso ist es bei der Selbstständigkeit. Du bist Arbeitnehmer, alles wird dir gegeben. Ne? Du musst unbedingt nicht unbedingt irgendwie Lohnerklärungen machen, du musst dich nicht um Arbeitsversicherung, sonst was kümmern und so weiter. Diese ganzen notariellen Themen, die hat man alles nicht. Man bewirbt sich, alles wird automatisch abgezogen am Ende des Tages, das Gehalt kommt aufs Konto, fertig. Ja, und dann geht man schlafen. Dann regt man sich über den Job auf, das war's. Aber diesen Schritt zu wagen und nicht nur die Kosten vor Augen zu haben, zu sagen, okay, bisschen langer Atem, okay, wenn ich jetzt Rücklagen habe für, ich weiß nicht, 6 Monate, 7 Monate, bedeutet das, ich muss erst in 6 Monaten alles zahlen können, ich muss erst dann alles aufstellen können, ich muss ein bisschen vielleicht verzichten können in der Phase. Das geht nicht, wie bis zum Zeitpunkt, wie ihr es gesagt habt, man hat gewisse Vorbilder, die einem sagen, ey, das geht voll klar, ich habe es auch gemacht und so funktioniert es. Und ich höre jetzt von euch heraus und auch von eurem Konzept, Accelerator heißt ja auch Beschleuniger, ne? Etwas, was etwas
versucht nach vorne zu bringen, dass das Teil eures Konzepts ist, dass ihr nicht nur Leute in euer Café einladen wollt, was sehr, sehr leckere Kuchen hat, sehe ich gerade nebenbei. Also kann ich nur empfehlen, neben dem sehr leckeren Kaffee auch sehr leckeres Gebäck, mashallah, dass ihr auch Leute und vor allem auch Ideen gewinnen wollt und diese Ideen unterstützen wollt und diese nach vorne beschleunigen wollt. Vielleicht spricht ihr ein bisschen über die Rolle, die ihr dort einnehmen wollt, gerade in Berlin. Berlin ist ja so die Startup-Welt, ja, wobei Startup hat sich jetzt auch gewandelt und nicht mehr jeder macht unbedingt ein Startup und so weiter und so fort. Aber wie wollt ihr euch dort mit Umaha positionieren, gerade für Muslime und vor allem auch warum? Soll ich machen? Okay. Also guck mal, wir waren halt klassische Arbeitnehmer, wir kommen auch aus klassischen Arbeiterfamilien. Ist jetzt nicht so, dass wir, unser Geheimrezept ist nicht der reiche Stiefvater oder der reiche Daddy so, der uns ein paar Millionen geerbt hat und ziehen das Ding einfach durch. Von einer Arbeiterfamilie zu kommen, heißt auch zu denken wie ein Arbeiter. Ich glaube, das war die größte Herausforderung zu brechen und bis 2019, wo wir gemeinsam gearbeitet haben. Der Grund, warum wir dort gearbeitet haben, war, dass es war so ein Unternehmernetzwerk. Ja, wir wollten unter Unternehmern sein, wir wollten ein Gefühl für Geld und für Unternehmertum bekommen, wurden dort aber extrem enttäuscht. Mhm. Wir dachten, dass wenn wir uns mit diesen Menschen aufhalten, dass das unser Lebensprozess beschleunigt. Wir dachten, dieses Netzwerk wäre unser Accelerator, was aber nicht der Fall war. Wir haben wirklich sehr negative Erfahrungen gemacht in der Art und Weise, wie mit Geld, mit Erfolg und mit Unternehmertum umgegangen ist. Ausnahmen lasse ich jetzt außen vor. Natürlich gibt es auch einige Ausnahmeunternehmer. Aber unsere Enttäuschung, das, was wir dort erlebt haben, hat uns quasi zusammengeführt zu sagen, nee, Mann, das geht besser. Ja, das geht anders. Es geht vor allem nach dem Usul und Ahlak der Sahaba und der reichen, worüber nicht so viel geredet wird, über der reichen Sahaba und der Gelehrten, davon können wir viel mehr lernen und das viel besser in unsere täglichen Prozesse mit integrieren und das dann auch kommunizieren an die Community und Vorbilder sein. Damals stammt die Idee übrigens gegen meinen Widerstand von Ferhat zu sagen, ey, lass erstmal einen Kaffee machen vorne, damit wir überhaupt ins Gespräch und in Kontakt mit der Community kommen. Eigentlich war die ursprüngliche Idee, wir machen einen Coworking Space und einen Accelerator Hub. Aber durch dieses Café vorne, weil du gefragt hast, wie schaffen wir es, in Kontakt mit unserer Community zu kommen, ist es tatsächlich der Kaffee und Kuchen, weil er ist unkompliziert. Man kommt ins Gespräch, man konsumiert Kaffee, Kuchen, man lernt die Menschen besser kennen und nach dem dritten Mal, vierten Mal Kaffee, Kuchen trinken, redet man dann über das Geschäft und über Zusammenarbeiten, über Projekte. Und dann ist es unsere Aufgabe, die Prozesse zu beschleunigen und nicht neu zu erfinden. Wir haben viele erfolgreiche Muslime, wir haben viele erfolgreiche Unternehmer da draußen, aber die Prozesse dauern zu lange. Uns fehlt noch die Abkürzung oder der Hack. Und wir dachten, okay, über die jahrelange Erfahrung, die wir gemacht haben, über das Netzwerk, was wir haben, lass uns das zur Verfügung stellen und die Community nach vorne pushen. Wir brauchen mehr Macher, mehr Leute, die einfach durchziehen, egal wie sehr Angst sie haben. Und bevor wir das anbieten können, mussten wir selber Teil dieses Bildes sein, was wir in unserem Kopf hatten. Das heißt, wir mussten selber erstmal Angst haben. Wir mussten erstmal selber unsere Angst bekämpfen können. Wir mussten erstmal selber zeigen, dass durch Islam- oder Scharia-konforme Methoden ein Erfolg möglich ist, ohne dass man zum Beispiel Zinsen bezieht, ohne dass man mit Banken oder dem Versicherungssystem allzu was zu tun hat. Und das heißt, wir haben uns geschworen, zu sagen, wir werden das, was wir vermitteln wollen und dieses so zu sein, der Zustand, wie wir sind, ist, glaube ich, einer der Schlüsselfaktoren, wie wir kommunizieren. Das heißt, wenn wir uns mit Leuten zusammensetzen, dann reden wir nicht unbedingt darüber, dass alles zinsfrei sein muss oder Scharia-compliant sein muss und bla bla, so, sondern wir tun es einfach. Und unser Business selbst ist dann das Vorbild, was die Leute hierher zieht und die wollen sich das richtig angucken. Die kommen, um zu gucken, wie es aussieht, wenn man es so macht, dass es halbwegs Scharia-compliant ist. Ich würde auch gerne kurz was dazu sagen. Also wir haben ja hier auch öfter, wir haben hier Veranstaltungen. Ne? Also zum Beispiel, keine Ahnung, es gab mehrere so
ich bin ja auch, also Burak und ich sind ja auch Seelsorger, ich bin auch Gefängnisseelsorger gewesen, jetzt aktuell pausiert. Also mir geht viel auch um Psychologie, ist mir wichtig, ne? Also gerade in Zeiten, wo es Krieg und nur Leid auf der Welt gibt, seit Corona, keine Ahnung, Kriege, keine Ahnung was, es wird immer schlimmer. Also es gibt solche Veranstaltungen, es gibt auch wirklich so Vorträge von muslimischen Leuten, also von so richtigen Gelehrten und so weiter. Es gibt alle möglichen Veranstaltungen, aber wir sind jetzt nicht die Menschen, die sagen, ja, keine Ahnung, was Fiqh angeht oder was, keine Ahnung, Islamic Finance angeht, sind wir die Number One. Hm. Es gibt nur ein Thema, wo wir sagen, da denken wir schon, dass wir vorbildlich sind und da stehen wir auch dahinter. Und das ist das Thema Mu'amalat, also die Art und Weise, wie wir die Dinge machen, die Art und Weise, wie wir Business machen. Da sagen wir schon, da sind wir schon vorbildlich und wir wollen auch, dass die Leute sich das von uns gerne abgucken. Wir sind aber auch bereit zu lernen. Wir sind noch nicht komplett gereift. Aber es ist wichtig, dass wir es wieder schaffen, dass die Menschen, wenn sie sehen, okay, keine Ahnung, ich möchte mit Person X Business machen. Oh, das ist ein Mohammed. Oh, das ist ein Ali. Lieber nicht. Warum? Weil negativ geframed. Weil er wird lügen, weil er wird nicht in der, er wird sagen, kommt Montag, aber wird übernächsten Montag kommen und so. Ne? Also all diese Dinge sind ja leider aktuell da. Und wir sagen, wir wollen auch zeigen, nein Bruder, wenn ich sage Montag, dann Montag. Und wenn ich es Montag nicht schaffe, dann bin ich Manns oder Mensch genug zu sagen, Bruder, es tut mir leid, ich habe es verbockt, war nicht richtig von mir, lass uns einen Termin finden. Weil ich habe das Gefühl, das fehlt total. Und das ist auch das, Burak hat ja eben von der Enttäuschung gesprochen damals bei den Unternehmern und so weiter. Das fehlt so ein bisschen. Also es gibt, wenn ich mir die Sahabi und so weiter angucke, letztens hat mir irgendjemand erzählt, Abu Bakr radiallahu anhu, er hat wohl nie verhandelt. Er hat gesagt, was ist der Preis? Und wenn er dachte, das ist angemessen, auch wenn es ein bisschen teurer ist, hat er gesagt, okay, wer von uns macht das? Hm. So klar, okay, natürlich musst du auch so Batz sein wie er, also du musst auch so viel Geld haben, aber es sollte doch möglich sein, zu sagen, Jungs, wir machen jetzt Business. Wir sagen zum Beispiel zu vielen Kunden, Bruder, wenn du nicht zufrieden bist, du musst keinen Cent bezahlen. Und auch wenn wir schon in Vorleistung gegangen sind, ja, dann verzichte ich halt auf die 3, 4, 5, 600.000 Euro. Ist doch egal. Aber ich weiß, die Person gegenüber hat gesehen, okay, so kann man es auch machen. Und das ist uns ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und da wollen wir auch und müssen wir auch immer vorbildlich sein. Und falls du oder irgendjemand, jeder, der das später hören wird, sieht, dass wir das nicht mehr sind, soll er oder sie uns bitte erinnern und sagen, Jungs, ihr habt damals gesagt, ihr wollt vorbildlich sein, kann uns, soll uns gerne kritisieren. Inshallah. Die Frage, die ich mich stelle, ist, warum? Warum nicht ein Café machen? Warum nicht einen Coworking Space machen? Warum nicht die Läden füllen mit Social Media und teilweise auch Verzerrungen der Realität vor Ort und Hauptsache den Laden füllen und die eigene Tasche füllen und gehen? Also erklärt mir bitte von eurer Perspektive den Drang, das so zu machen, weil in dem, was du sagst, steckt implizit drin, lieber habe ich einen gewissen Schaden, als dass ich jemand anderes Schaden zufüge. Wieso das? Weil das ist ja völlig widersprüchlich zu dem, was aktuell modern gelebt wird. Wenn du in ein Sales Coaching gehst oder eine Beratung in ein Unternehmen, der sagt, wie ein Haifisch, friss, was du fressen kannst. Wenn du in einen Lifestyle oder so modernen Alltag, wenn du mal schaust, in Serien, Musik oder wie auch immer, da wird was proklamiert, verwirkle dich selber. Das heißt, hol dir dein eigenes Hack. So viel du für dich nehmen kannst, hol für dich. Solange du gegebenenfalls nicht zu viel Unrecht zu viel. Das heißt, alles ist eigentlich darauf ausgerichtet zu sagen, du zuerst, nicht die andere Person. Das heißt, woher kommt dieses, wir wollen dieses Narrativ ändern? Oder zwei Gründe. Erstens, Burak, mein lieber Bruder, er macht immer alles anders als alle anderen. Das habe ich mir ein bisschen von ihm abgeguckt. Aber mein Hauptbeweggrund, weil wir es selber damals gebraucht haben. Wir hätten uns damals gerne Abis, Onkel, Ammos, Thesis, ist egal, Mann, Frau, spielt keine Rolle, gewünscht, die uns diesen Weg gezeigt hätten. Zu sagen, ey, Geld macht wirklich nicht glücklich. Ab einer Summe X ist egal, ob du 10.000 oder 100.000 im Monat verdienst. Ich denke, das ist der Hauptbeweggrund. Uns wurde immer gesagt, mehr Geld, mehr Erfolg, mehr Bekanntheit, dies, das. Nein, Bruder, es macht mich nicht glücklich. Ich bin Juwelier. Ich habe ganz kurz Versicherungen gemacht. Ich bin Juwelier. Ich kann verkaufen. Ich kann jedem alles verkaufen. Aber es macht mich nicht glücklich. Als ich gemerkt habe, wie problematisch Versicherungen sind, ich habe meinen Schein gemacht, habe dann meinen Jacke und meinen Hut genommen und bin rausgegangen. Ich meinte, ich will mit dem nichts zu tun haben.
es macht dich wirklich nicht glücklich, wenn du abends schlafen gehst und weißt, du hast heute jemandem etwas verkauft, weil du rhetorisch besser warst oder weil du einfach, weil dein IQ höher ist oder weil du einfach mit deiner Autorität die Person übertönt hast und du weißt, diese Person wird nach ein paar Tagen Fragezeichen im Kopf haben. Glaub mir, es macht dich weder in dieser Welt glücklich und in der anderen Welt schon gar nicht. Ich könnte so nicht schlafen. Ich gehe davon aus, dass es bei Burak genauso ist. Es macht keinen Sinn, durch Rhetorik oder durch Tricks, durch diese ganzen Sales-Tricks, jemandem etwas anzudrehen, was er oder sie eigentlich gar nicht braucht oder möchte. Das ist so das, was mir einfällt. Was sagst du, Burak? Ja. Also vielleicht, ich weiß nicht, von wem dieser Spruch war, zu sagen, jemand ist dumm, wenn er das Gleiche macht, aber andere Ergebnisse erwartet. Ich glaube, von Einstein oder so war dieser Spruch. Und wir sind Teil der muslimischen Community, jetzt mittlerweile seit, ich bin 33, Ferhat ist auch schon 33, 32, du wirst demnächst 33, ja. Also wir sind seit 33 in einer muslimischen Kultur, in einem nicht-muslimischen Land und wir wiederholen Muster und wir versuchen immer die gleichen Dinge, beschweren uns aber sehr viel, aber keiner hat oder nur wenige haben wirklich Mut, Dinge anders anzupacken. Und auch mal Fehler zu machen, dadurch, dass wir Dinge anders machen, bereit zu sein, die Konsequenzen selbst zu tragen. Es kann sein, dass das Umahab, unser Space, in einem halben Jahr den Bach runtergeht, aber wir können dann aufrichtig sagen, ey Mann, wir haben mal was anderes probiert und es hat nicht geklappt. Das heißt, diese Option war es auch nicht. Aber unser Iman stärkt uns dabei zu sagen, auch wenn der Kapitalismus heute sehr mächtig ist, auch wenn alles auf Skalierung und Gewinnmaximierung aus ist, dieser Ansatz ist falsch. Auch wenn ich heute noch nicht weiß, wie es richtig funktioniert, ich bin davon überzeugt, das ist falsch. Und ich werde so lange nach Alternativen suchen, bis wir ein Gegenangebot bringen. Okay? Und Umahab ist nur ein Versuch eines Gegenangebotes zu einem bestehenden System. Und dieses, warum machen wir das, wie wir es jetzt machen, für mich beruhigt das mein Herz, einfach zu sagen, ich bin mir nicht sicher, ob es das richtige Konzept ist, aber ich weiß, dass das kapitalistische System das falsche System ist. Und wir müssen einfach so lange danach nach dem Richtigen suchen, wie es nur geht. Ich finde das so, so schön, was du sagst, weil ich merke, selbst in unserer Community, wir haben leider sehr viel auch ein Schwarz-Weiß-Ding. Und Schwarz-Weiß ist sehr einfach. Schwarz und Weiß erkennt jeder. Aber die Graustufen, darin liegt die Weisheit. Und sehr wenige trauen sich an diese Graustufen heran. Nicht unbedingt, weil sie sagen, das ist das Richtige, sondern genau das, was du sagst. Sich überhaupt zu trauen, die Wahrheit in Anführungszeichen oder das Richtige überhaupt zu identifizieren. Wie oft, selbst ob es religiöse Themen sind, wenn es weltliche Bildung, Kunst, Sport, wie auch, wie oft werden Menschen dafür kritisiert, einer Norm nicht zu folgen und etwas zu versuchen, ja, obwohl jeder ganz genau weiß, schwarz und weiß, beides, die beiden Extremen, beide sind gerade falsch. Das System zu verfolgen ist nicht korrekt, aber auch nichts zu tun ist auch nicht korrekt. Das heißt, du wirst eigentlich gezwungen oder die logische Folge ist zu sagen, okay, ich probiere etwas, auch wenn mein Ansatz nicht zu 100% richtig ist, ich habe vielleicht 10% gelernt oder 20% gelernt oder wie auch immer. Aber wir haben sehr, sehr stark leider diesen Ansatz, dass wenn auch nur ein geringer Funken Verlust, Niederlage, was falsch ist, etwas, womit ich persönlich vielleicht nicht zustimme, dann ist es sofort komplett falsch. Und da fällt mir sofort ein, der Ausspruch des Propheten, der zu jemandem sagt, der ein Ijtihad, das heißt, er versucht, eine Meinung zu erschließen, dass der das aufrichtig macht, belohnt wird, egal ob es richtig oder falsch ist. Aber der es richtig macht, wird doppelt belohnt. Das heißt, da ist intrinsisch schon die Motivation drin zu sagen, versuch, auf die Wahrheit zu kommen. Solange du aufrichtig bist, solange deine Absicht die richtige ist, vielleicht hast du auf dem Weg Fehler gemacht, solange du das dann erkennst und versuchst, dich zu verbessern, ist nichts Verwerfliches dran. Das heißt, das System ist schon so aufgebaut, dass wir angetrieben werden, was zu tun. Und leider, leider, gerade durch Social Media, Kultur, Gesellschaft, habe ich das Gefühl noch, aber man merkt sehr viel Veränderung, sind wir tendenziell noch eher auf der Seite zu kritisieren. Nicht diejenigen zu loben oder zu pushen, die versuchen, diese Graustufen zu erforschen, damit sie auf eine neue Lösung sozusagen stoßen. Und ich habe hierzu direkt eine kritische Frage. Ich weiß nicht, ob ihr das wahrnimmt oder nicht, aber ich nehme einen Versuch, den ihr gerade wagt, auch wahr, aber in einer etwas, und da bin ich jetzt derjenige, der so ein bisschen kritisiert, negative Richtung, wo
versucht wird, vielleicht mit der Religion emotional Business zu machen. Was meine ich damit? Ich erkenne so einen Trend, ohne jetzt auf irgendwas Konkretes einzugehen, und ich weiß nicht, ob ihr sowas auch erkennt, wo beispielsweise, ihr habt erwähnt, ne, Versicherungen, Zins, A, B und C, und anstatt, dass man versucht, Alternativen zu schaffen, versucht man einfach nur ins Gewissen von Leuten reinzureden und sagen, schaut mal, ihr macht alles falsch, ihr macht alles ins Haram, aber kommt zu uns für irgendein Coaching, für irgendeine Plattform, aber dahinter ist gar keine Lösung. Dahinter ist gar keine Erfahrung. Da wird eigentlich nichts aufgebaut, sondern da ist nur, so habe ich das Empfinden, leeres Gerede. Ja? Und ich erkenne von, also wo die Religion als Emotion sozusagen ausgenutzt wird, erkenne ich tendenziell leider immer wieder auch gerne. Habt ihr so eine Wahrnehmung auch? Ich weiß nicht, ob das da ist, aber gerade auf Social Media und Co. finde ich sowas extrem gefährlich, weil wir wissen ganz genau, die Menschen lassen sich sehr gerne wegen dem Wichtigsten im Leben, der Religion, leiten. Und wie unterscheidet ihr euch zwischen etwas, was konstruktiv Lösungen schafft, zwischen etwas, was einfach nur versucht, diese Angst, die hinter einer Sache steckt, auszunutzen, ohne etwas wirklich aufzubauen? Und ich gebe euch ein konkretes Beispiel. Ich hatte einen Bruder, der von jemandem ein Coaching angeboten bekommen hat. Er ist Student, okay? Von einem Islam-Muslim-Coach, und ich helfe dir, selbstständig zu werden und so weiter und so fort. Der Bruder war Student, der hatte nicht mal 500 Euro auf dem Konto, und dem wurde einfach nur angeboten, komm zu mir, das kostet 4.000 Euro und danach kannst du bis zu 10.000 Euro Umsatz im Monat generieren. Dann hat er mich persönlich glücklicherweise gefragt, ich meine, hast du einen Vogel? Also ohne Konzept, ohne nichts dahinter, sollst du einfach jemandem Geld geben und plötzlich wirst du von heute auf morgen der Unternehmer, mehr oder weniger. Habe ich ihm gesagt, frag ihn doch mal, welche Unternehmen er aufgebaut hat, ohne anderen Leuten Geld zu nehmen, um ihn sozusagen zu vermitteln, wie man ein Unternehmen macht. Ja, er hat selber noch kein anderes Unternehmen aufgebaut. Okay, wie soll er dich dann beraten, sowas zu tun? Also seid ihr mit diesem Kosmos vertraut, oder ist es eigentlich eher was so ein bisschen, was ihr nicht so wahrnimmt? Nee, sehr. Willst du? Ja. Soll ich? Ich glaube, du hast schon was im Petto. Ich habe vieles im Petto. Also mein Ansatz ist dazu ein bisschen abstrakter. Ich glaube, wir haben ein ernsthaftes Islamisierungsproblem, und wir haben in dem Kontext auch ein identitäres Problem, weil der Islam wird sehr identitär wahrgenommen, als wäre es etwas, was man jemandem oder einem Geschäft herantragen kann, was du wie so ein Kleid dir einfach überziehst, und dann ist es halt wie so eine Jacke oder wie so ein Hut, und es fehlt dieser individuelle oder intrinsische Faktor des Islam. Und wenn man jetzt versucht, ein Business, was in seiner Natur, in seiner Fitra nicht Islam oder Scharia compliant ist, versucht zu islamisieren, dann platzt das Ding irgendwann, weil es nicht aus sich selbst herauskommt. Und ich denke, ein sehr gutes Beispiel ist dabei der Markt von Medina, den der Prophet ﷺ mit eingeführt hat. Es gab einen bestehenden Markt. Er hätte diesen Markt islamisieren können. Er hätte ihn übernehmen können und ihn reformieren können. Er hat ihn aber bestehen lassen und einen alternativen Markt dazu gegründet, die quasi dann parallel zueinander ihr tägliches Geschäft gemacht haben, bis dann das Volk von Medina gemerkt hat, welches davon nachhaltiger, lukrativer ist oder besser ist, in Anführungsstrichen. So. Die Dinge zu islamisieren ist ein scheinbar einfacher Weg, der aber nicht nachhaltig funktioniert. Wichtiger ist es, aus dem Kern heraus Lösungsansätze zu generieren. Viele sagen auch uns, ja Dicker, was macht ihr denn? Ihr habt einfach einen Coworking Space mit Gebetsraum. Ja? So. Wir sagen ja auch nicht, wir haben das Coworking Space neu erfunden. Aber wir haben das Coworking Space neu definiert. Ja? Weil Coworking ist ein Grundelement dessen, was die Umma ausmacht. Zusammenzuarbeiten, gemeinsam neue Projekte zu starten, nicht nur sich am Gewinn zu beteiligen, sondern auch am Verlust zu beteiligen, auch am Risiko zu beteiligen. Das sind unsere Grundprinzipien, wie wir Tijara und Handel machen müssen und wie wir Unternehmen aufbauen müssen. Es geht nicht darum, einfach 5.000 Euro für ein Coaching zu kassieren. Und ob du es dann am Ende des Tages geschafft hast oder nicht, ist dem Coach eigentlich relativ egal. Der hat ja dann seine Summe. Ja. Deswegen sehe ich dort auch nur eine Islamisierung in der Narrative des Coaching-Business. Aber es ist nicht von Kern auf neu gedacht oder neu ausgelegt. Und wir versuchen mit unserem Konzept von Anfang an, haben wir nicht versucht, Coworking Space zu islamisieren, sondern wir haben gesagt, ey, was macht uns Muslime oder unsere Werte eigentlich aus? Und wie können wir das greifbar, konkret verpacken. Ja? Wenn es
heißt, wir müssen die muslimische Community zusammenbringen. Okay, auf welche Art und Weise hätte der Prophet a.s. die Sahaba zusammengebracht? Auf welche Art und Weise hätten sie Business gemacht? Auf welche Art und Weise müssen die Verträge aussehen? Wo muss der Gebetsraum sein? Oder müssen wir irgendwo im Hinterhof sein oder müssen wir an der Straße sein? Das sind so Ansprüche, die wir uns selbst gestellt haben, gesagt haben, nein, Omar radiallahu anhu hat auch die Gardinen aufgerissen und hat aus dem Fenster geschrien. Das heißt, wir reißen jetzt auch die Gardinen auf und schreien aus dem Fenster. Wir brauchen uns nicht im Hinterhof zu verstecken oder in der vierten Etage eines Bürokomplexes. Das sind so Anforderungen, die wir uns selbst stellen, die aber intrinsisch aus uns selbst herauskommen und nicht identitär an uns herangetragen werden. Ich würde auch sehr gerne ganz konkret darauf antworten. Ich finde diese Frage äußerst wichtig und wir machen uns mit Burak andauernd Gedanken darüber, wie können wir es so hinbekommen, dass letzten Endes sowohl der Käufer als auch der Verkäufer zufrieden ist, egal was für eine Ware gehandelt wird, also Dienstleistung oder eine Ware. Und wir machen uns wirklich viel Gedanken darüber, weil es gibt kaum gute Beispiele. Also zumindest nicht welche, die wir schon kennengelernt und bis ins kleinste Detail erkennen konnten. Und eine Lösung dafür ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, zu sagen, Bro, wenn du nicht zufrieden bist, dann zahlst du auch nichts. Ja, wir wollen, dass jeder Mensch, der Kontakt mit uns hat, egal ob er sie nur einen Kaffee kauft oder ob es eine große Beratung ist, wir machen ja auch Beratung, dass wir sagen, bist du zufrieden? Okay, hier ist die Rechnung. Bist du nicht zufrieden? Okay, dann lass uns darüber reden. So, was funktioniert nicht? Ja, das hat nicht funktioniert. Okay, Bruder, du musst nichts bezahlen. Oder mit welchem Betrag bist du zufrieden? Das ist so ganz konkret etwas, was wir versuchen zu machen. Aber wir stellen uns mit Burak auch ganz, ganz oft die Frage, es gibt viele Menschen, also die jetzt schon ein bisschen älter oder länger dabei sind, wo wir wissen, diese Person XY hat mit einer sehr guten Niyat, mit einer sehr guten Absicht angefangen, sowohl diesseits als auch das Jenseits quasi zu sichern. Und irgendwas auf dem Weg dahin ist passiert und diese Person hat sich komplett verändert. Mhm. Es gibt ganz viele Beispiele von Gelehrten, aber auch von Businessleuten, kennen wir überall, bis hin zu Politikern. Und wir stellen uns wirklich andauernd die Frage und wir fragen es auch jeden Gelehrten, den wir sehen, was passiert denn auf dem Weg? Wovor müssen wir uns schützen, dass wir nicht auch so werden? Weil anscheinend merken diese Personen ja nicht, dass sie sich verändern. Ja. Und da passiert irgendwas auf dem Weg, sei es der Ruhm, das Geld oder was auch immer da passiert, aber irgendwann bist du deinem Nefs, deinem Ego erlegen und du wirst zu einem anderen Menschen. Und deswegen wirklich mein Appell nochmal an alle, die das heute hören und auch an dich, Bruder. Wenn du siehst, dass wir da in eine falsche Richtung gehen, erinnere uns. Also das ist das, was wir uns erwarten von euch. Zu sagen, ey, du hast damals so und so gesagt, guck mal, du machst das jetzt gerade. Ansonsten weiß ich nicht, wie man das Thema angehen kann. Der Ursprung der Nasiha. Heute ist die Nasiha leider zu was anderem geworden, aber der Ursprung der geschwisterlichen Erinnerung. Und ich finde einen Punkt, den ihr erwähnt habt, wirklich sehr, sehr, sehr schön. Weil es geht nicht darum, und das hast du vorher gesagt, Ferhat, Abi, dieses, wir wollen, dass der Muslim, der sagt Montag, nicht plötzlich erst Mittwoch kommt, sondern wenn er sagt Montag, dann kommt er auch Montag. Und sozusagen das professionalisieren. Aber auf der anderen Seite ist eigentlich einfach nur der Akhlaq und der Anspruch, den Prophet sallallahu alaihi wasallam vorgelebt hat. Das heißt, Es ist nicht das Ersetzen vom einen durch das andere, sondern es ist das Professionelle, aber gleichzeitig Geschwisterliche. Es ist das Verträge einhalten und in unserem Fiqh gibt es solche Bücher, ja, die nur über Verträge sprechen, das Einhalten von Verträgen. Aber es gibt genauso solche Bücher, die über den Akhlaq und den Adab und den Charakter und die Charakterreinigung etc. sprechen. Und es ist dieser Dualismus. Und das sehen wir in so vielen Bereichen unserer Religion. Und als ihr gerade erzählt habt, habe ich auch direkt an Commons Place gedacht. Ja? Commons Place, da kommen auch ganz viele Leute und die sagen, ihr habt einfach nur Crowdfunding, in Anführungszeichen, islamisiert. Aber es ist nicht nur das. Es ist ein Produkt zu schaffen, ähnlich wie bei euch, was die Selbstorganisation der Muslime fördert, stärkt und nach vorne bringt. Das heißt, es ist nicht nur ein, wir versuchen irgendwie dran Geld zu verdienen und danach sind wir zufrieden, ganz im Gegenteil. Aktuell verdienen nicht, sondern es wird gerade verwendet, etwas aufzubauen, Konzepte aufzubauen, die langfristig genutzt werden können. Und auf dieser Reise passieren Dinge, man ist vielleicht genau wie bei euch nicht mehr zufrieden mit dem Service etc. Und dann versucht man, neben dem Professionellen geschwisterlich Dinge zu lösen. Warum? Weil so nur das Netzwerk gestärkt wird. Vertrauen wird vor allem gestärkt und wir merken plötzlich, da ist ein Ferhat, der wollte nicht einfach nur mein Geld einkassieren, der ist für meinen persönlichen Erfolg, ist er daran interessiert. Da ist ein Burak, der arbeitet sich tagtäglich vorne an als Barista irgendwie ab, aber gleichzeitig nimmt er sich die Zeit, um zu prüfen, ob das Konzept, was ich gerade mir überlegt habe, Sinn machen könnte aus seiner Perspektive oder nicht. Er freut sich, wenn ich Erfolg habe.
Er ist nicht wie alles, was auf Social Media gerade gepredigt wird, Nazar, Auge und Co., sondern ganz im Gegenteil. Das sind die Anti-Nazar-Jungs. Die versuchen gerade mehr oder weniger uns nach vorne zu bringen, weil die sagen, oh, deren Erfolg ist mein Erfolg. Und je mehr, in meinem Kopf ist das wie so ein riesen Elektroschrank voller Schalter. Ja? Jeder, der Elektriker ist, weiß Bescheid. Du hast Schalter zwischen an und aus. Und aktuell sind viele unsere Schalter noch aus. Weil wir kein Vertrauen haben. Wir haben was Schlechtes erlebt. Uns fehlt die Professionalisierung, uns fehlt die Erfahrung. Da ist noch Angst da. Aber je mehr Schalter wir umlegen mit der Zeit, umso mehr fließt der Strom links und rechts weiter. Und irgendwann merkst du, Marshall, wir sind ein ganz eigenes Werk und wir produzieren unseren eigenen Strom und wir versorgen alle mehr oder weniger. Weißt du, wie man diesen, in der Elektrotechnik, weißt du, wie man diesen Kasten nennt? Wie nennt man den Kasten? Hub. Na, ehrlich? Von Oma. Ah, das war Hanna. Das ist der Hammer. genau. Oder ganz kurz zu Commons Place. Ja. Wir haben einen der beiden Herzensbrüder und auch Maschine, Mashallah, Sammy, jetzt vor ein paar Tagen kennengelernt. Mhm. Der war hier bei uns. Also wirklich richtig, richtig schön. Wir konnten uns selber ein Bild davon machen. Wir werden jetzt auch mit Commons Place, ich kann auch kurz für Werbung nutzen, oder? Sag Bismillah. Wir werden jetzt mit Commons Place auf jeden Fall auch offiziell zusammenarbeiten, weil es gibt hier ganz oft Leute, die Projekte haben, wo dann auch ein bisschen für gefundet werden sollte. Und es deckt sich. Also wir haben damals gesagt, es kommen manchmal Leute zu uns und sagen, ja Bro, ich will mich selbstständig machen. Ich sage, geil, okay, sehr gut. Was willst du machen? Ja, ich will Dings Uber-Flotte aufbauen. Ich sage, Bruder, was hat die Gemeinschaft davon? Willst du der 101. Uber-Flotten-Mensch sein? Was haben wir denn davon? Mach doch irgendwas. Wir sind doch die Generation, die perfekt Deutsch kann, perfekt die andere Muttersprache kann, die hier sozialisiert sind. Wir kennen uns mit unseren Rechten aus. Wir wissen alles. Also warum sollen wir irgendwas machen, was nur Geld bringt? Mach doch was, was die Welt verändert. Zumindest dein Umfeld, zumindest unsere Stadt, zumindest dein Bezirk. Es muss ja nicht nur für die islamische Gemeinschaft was haben. Ja. Lass es für die Gemeinschaften deiner Umgebung was haben. Und solche Projekte können wir dann auch an Commons Place weiterleiten, weil ich denke, es ist natürlich schön, Brunnen zu bauen. Es ist auch schön für Moscheen, wo was repariert werden muss, Geld zu sammeln. Das muss weiterhin sein. Aber es hat die Generation vor uns auch getan. Ja. Und die haben es auch ohne IT geschafft. Aber ich finde, wir sollten jetzt einen drauflegen vor unsere Generation und sagen, ey, wir haben hier ein Projekt, dafür sammeln wir jetzt Geld. Und dadurch können Tausende von Brunnen entstehen, okay, wenn das Projekt funktioniert. Und deswegen auf jeden Fall hier Official Announcement. Wir arbeiten zusammen mit denen und das sind sehr, sehr saubere Jungs, die beiden. Und wenn der ein oder andere, der es hier hört, ein Projekt hat, kann gerne zu uns kommen und dann gucken wir uns das an. Mashallah, mashallah. Jetzt habe ich die Frage direkt zurück. Ihr habt ein Umahab in Berlin. Gibt es vielleicht bald ein Umahab in Hamburg, in München, in Frankfurt, in Bonn? Habt ihr mal über sowas nachgedacht? Bruder, finde uns einen reichen Chef aus Doha oder so, der mit Herzblut bei der Sache ist und wir machen das. Also Spaß beiseite. Also es ist unser größter Wunsch und wir haben wirklich ungelogen Leute, insbesondere aus Stuttgart und Frankfurt. Keine Ahnung, warum diese beiden Städte, aber Bruder, die kommen nach Berlin. Letzte Woche war jemand da. Er meinte, ich war bei Shedlik Moschee und dann bin ich direkt hierher gekommen. Ich wollte euch kennenlernen. Bitte zeig mir, was hier los ist. Die Leute kommen her, um sich das anzugucken und sagen, wann machst du es in unserer Stadt? Wir haben jetzt kürzlich mit einem anderen Bruder aus der Nähe Stuttgart gesprochen. Es gibt Leute, die sagen, mach das in unserer Stadt, das wird funktionieren. Also die Nachfrage ist da. Ja. Wir wissen, dass wir es auch machen müssen. Aber wir sind erst ein Jahr alt. Also wir krabbeln gerade. Wir weder laufen wir, noch rennen wir. Fliegen können wir schon gar nicht. Wir sind aktuell an einem Punkt, wir haben uns wirklich beschäftigt mit Franchise-Geschichten und so weiter und so fort. Also insbesondere Burak hat sich damit beschäftigt, mit professionellen Leuten, die große Franchiser beraten. Aber wir haben gemerkt, es wäre vielleicht jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, das zu machen. Also da streiten wir uns und auch die Geister sich anscheinend, weil es wäre der richtige Zeitpunkt, aber es wäre auch nicht der richtige Zeitpunkt. Wir wissen aber, dass es gemacht werden muss. Also Umahab ist nicht so klein, dass es nur in Berlin reinpasst. Es muss eins in NRW geben, es muss eins irgendwo in Baden-Württemberg geben, es muss eins auf jeden Fall in Hamburg geben und es muss auch welche in London geben, in den Niederlanden geben. Also es muss passieren, aber mach Dua, dass wir da den richtigen Zeitpunkt treffen. Inshallah, inshallah. Und es zeigt auch von eurer grundsätzlichen Art und Weise, ne? Ich meine, wenn es nur darum geht, zu skalieren und zu konsumieren, in Anführungszeichen, dann könntet ihr wahrscheinlich jetzt schon, ne? ihr geht zur Bank, ihr holt euch einen Kredit, ihr findet irgendwelche Leute, bam, 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 überall aufsetzen, die Gelder kommen rein und ob das dann fliegt oder nicht, Hauptsache in der Phase so viel, in Anführungszeichen, einkassieren wie möglich und wenn die Dinger dann in 5 oder 10 oder 15 Jahren stehen, ist euch ja in Anführungszeichen
Zeichen, egal. Am besten findet ihr dann noch irgendwie so einen Kapitalinvestor, der euch das dann, der die Marke dann aufkauft, ja, weil Omahub irgendwie dann irgendwie in irgendeiner Community dann angekommen seid und ihr legt zurück. Aber ich mache Dua, dass der richtige Zeitpunkt gefunden wird. Aber ja, weil das Schöne, was ich finde, ja, weil ihr habt gesagt, damit man ins Gespräch kommt, ist dieser Kaffee und Kuchen da. Und wie oft merke ich, dass Partner, wir haben so viele Gemeinsamkeiten als Muslime, alle Muslime in Deutschland, nimm die in beiden Extremen von mir aus stecken, ja. Aber da ist so viel gemeinsam und das, was uns unterscheidet, ist so wenig. Und wie oft habe ich gemerkt, dass wenn man zum Beispiel auch mit Sport zusammenkommt, ist der Ton plötzlich als ein ganz anderer, wenn man in der Moschee oder in der Religion zusammenkommt, weil dann achtet man nur auf die Unterschiede. Dann achtet man plötzlich nur darauf, ah Bruder, du glaubst daran und ich glaube daran. Und ich folge dem und ich folge dem. Aber am Ende des Tages haben wir doch alle La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Und wenn die gleiche Person aber zum Kaffee und Kuchen plötzlich zusammenkommt oder in der Schule, weil im Kindergarten ist gerade Elternsprechtag oder wie auch immer oder eine gemeinsame Auswanderung oder Kaffee und Kuchen. Das heißt, man kommt nicht direkt über diesen Kanal zusammen, wo man nur an die Unterschiede, aus welchem Grund auch immer, denkt. Merken die Leute viel eher und viel schneller, ah, weißt du was, krass, das ist einer von mir. Der denkt genauso gleich wie ich eigentlich am Ende des Tages. Der hat genau die gleichen Sorgen vor seinem Kind in dieser Gesellschaft. Der möchte eigentlich genau das Gleiche erreichen. Der möchte genauso, dass unsere Moscheen sauberer, ordentlicher und sonst was werden. Und plötzlich denkt man nicht mehr darüber nach, ah, warum, weiß ich nicht, ne? An welche äußerlichen Unterschiede man da auch immer jetzt gerade nachdenken würde. Ja, ich habe vorhin erst, war eine Dame hier, sie ist seit jetzt ein paar Tagen in Berlin, touristisch, sie kommt aus San Francisco und wir kümmern uns so ein bisschen um sie. Sie muss ein Ticket kaufen, sie fragt nach irgendwelchen Gepäckgrößen und so und wir kommen ins Gespräch, wir konsumieren Kaffee, Kuchen und sie meinte, wisst ihr, ihr seid die nettesten Jungs, die mir jemals begegnet sind und sie kommt aus San Francisco und sie meinte, es gibt so viele Coworking Spaces und Cafés in meiner Heimatstadt, aber diese Menschlichkeit geht verloren, dass man ins Gespräch kommt. Und diese Frau ist keine Muslima, okay? So selbstverständlich. Und unsere Grundmotivation, warum wir es auch Omahub genannt haben, also eine Abkürzung Omah genannt haben, ist, weil wir auch aus den Lehren des Propheten a.s. gelernt haben, dass wir Omah immer in zwei unterteilen, und zwar in Ummat Dawat und Ummat Ijabat. Okay? Also es gibt einmal die Ummah, die eingeladen wird, und einmal die Ummah, die schon der Einladung entgegengekommen sind, ja? Und das heißt, der Prophet a.s. hat die Definition von Ummah so sehr abstrahiert und so umarmend gestaltet, dass er sagt, jeder Mensch ist Teil der Ummah. Egal, ob sie der Einladung schon entgegengekommen sind oder ob sie noch im Prozess oder noch eingeladen werden. Und mit diesem Mindset und mit einer aufrichtigen Art und Weise, wie wir mit den Menschen umgehen, glaube ich, dass wir jeden erreichen können. Das dazu, dass das eine und das andere, was ich sagen wollte, und das auch an Call to Action an alle, die hier reinhören, wenn ihr gründungsmotiviert seid, wir brauchen keine Bank, wir brauchen auch keine VCs und Business Angels und Co., okay? Alles, was ihr nicht, alles an Werteangebot, was ihr auch nicht für 1 Euro verkauft kriegt, kriegt ihr auch nicht für 1 Million verkauft. Versucht euer Werteangebot auf so minimal zu vermitteln an jede Person, dass es bei 1 Euro genauso gut funktioniert, wie später dann auch bei 1 Million Euro, wenn es sein muss. Wir haben am Anfang Investoren abgelehnt. Wir hätten potenzielle Investitionen bekommen können, aber wir haben gesagt, nee, wir machen das Ding Bootstrap und gucken, ob das Business selbst überhaupt gesund ist. Weil der ganze Startup-Hype und bla bla, viele fahren gegen die Wand, mehr als 9 von 10 fahren gegen die Wand. Also lasst euch nicht davon täuschen, einfach loslegen. Mashallah. Jetzt hast du schon den abschließenden Call to Action fertig. Ich schaue nochmal auf dich. Ob du noch abschließend an die Zuhörer was sagen möchtest. Ja, also es gibt natürlich sehr, sehr vieles mitzuteilen. Was ich aus meinem Leben gelernt habe und mitgeben kann, ist, jede soll gucken, dass er sich seinem Charakter und seinem Wesen treu bleibt und guckt, dass man Gutes gibt, um Gutes zu erfahren. Genau, guckt, das wollte ich vorhin sagen. Thema Risk, und damit will ich abschließen. Oder ich bin Juwelier, okay, ich habe Ahnung von Diamanten, ich habe Ahnung von Edelsteinen, Gold, Platin, hast du nicht alles gesehen. Ich habe schon immer, es ist cool, weißt du, ein Juwelier zu sein, du bist anders als alle anderen, du hast Ahnung von Gold. Wenn jemand heiratet, kommt er sie zu dir, du bist immer in guten Anlässen da. Also es wird ein Geschenk geholt oder es wird geheiratet, weißt du. Und ich dachte, ich habe damals auch ein bisschen Handel und so betrieben, ich dachte, ich habe Ahnung von Risk. Erst als ich selbstständig, richtig selbstständig hier
schlaflose Nächte und durchgearbeitet Nächte und so weiter hatte, habe ich, glaube ich, ein bisschen besser verstanden, was Risk bedeutet. Risk bedeutet nämlich, dass du tatsächlich arbeitest, ohne zu wissen, wie viel am Ende des Monats übrig bleibt und ohne zu wissen, ob du deine Kosten decken wirst oder nicht. Dieses Gefühl, ne? Früher ist der Mann jagen gegangen, ne, so, und er wusste nicht, wird er heute mit Fleisch zurückkommen oder nicht, aber er ist sein Risk suchen gegangen und er wusste nicht, aber er hat dafür hart gearbeitet, bis er was bekommen hat. Letzten Endes haben wir durch unsere Selbstständigkeit zum ersten Mal sowas erlebt. Wir wussten nicht, wird das Geld Ende des Monats reichen oder nicht. Und es gibt Monate, die sind besser, es gibt Monate, die sind schlechter, aber zu erfahren am eigenen Leib, was Risk bedeutet, macht einen, glaube ich, zu einem erfolgreichen Unternehmer oder Unternehmerin. Also nicht zu wissen, ob es klappt, aber trotzdem die ganze Zeit so hart wie möglich dafür zu arbeiten. Ich denke, das ist die Definition von Risk. Ja, und glaube mir, wenn du mit einer guten Absicht startest und dir wirklich Mühe gibst, die Absicht alleine reicht nicht, nur du alleine reicht nicht, aber wirklich hart daran arbeitest und dir immer wieder Update gibst, Allah hilft dir. Wir haben so viel Rückenwind bekommen, Bruder, wir haben so viel Rückenwind bekommen. Es gab einen Monat, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen zumachen. Es klappt nicht, bam, von irgendwo Geld gekommen. Es gab einen anderen Monat, bam, auf einmal irgendwo so eine Förderung, so ein Acceleration-Programm gekommen. Er lässt dich zittern, damit du lernst, er lässt dich reifen, aber er lässt dich nicht alleine. Deswegen, wenn ihr was Gutes habt und aufrichtig seid, Allah gibt grüne Welle, Rückenwind, sein Vater. Ich danke euch vielmals, Leonard und Bruder Gavi. Sehr, sehr inspirierend. Ich kann nur selber hoffen, dass ich schon bald in Berlin euch besuchen komme und den leckersten Kaffee trinke. Wobei, ich trinke nur Tee, aber ich denke, ihr habt inshallah auch guten Tee vor Ort. Sehr, sehr inspirierend. Und wir hoffen, ob es ein Umahab ist oder welches Konzept auch immer, Dinge, wie du es gesagt hast, die mit einer reinen Absicht und nicht nur zur Selbstförderung, sondern auch zum Fördern einfach der Gesellschaft da sind, das ist etwas, was auch in allen anderen Bereichen, ja, es gibt diesen Fake-Kundensupport und Fake für andere Leute da sein, aber am Ende des Tages, die Leute wollen nur Kohle machen. Aber was in den Leuten in Erinnerung bleibt, gerade auch, und das höre ich immer wieder von erfolgreichen Businessleuten oder Ärzten oder wie auch immer, die Leute am Tag des Grabes, die scheren sich nicht dafür. Was immer nur bestehen bleibt, ist, was war das für ein Mensch? Und genauso ist es bei Unternehmen. Was war das für ein Unternehmen? Was war das für ein Vorhaben? Was war das für ein Produkt? Das, was den Leuten in Erinnerung bleibt, ist das, was ins Herz eindringt. Und was kann Besseres ins Herzen eindringen als das Handeln, wie das beste Vorbild, was auf der Menschheit je sozusagen gelebt hat, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und wie schön, wenn man das sozusagen miteinander verbinden kann. Ich danke euch von Herzen. Allah razeel sunnah wa ta'ala. Reichlich Baraka, Erfolg, Risk und Geschenke und Schönheit sozusagen reinlegen in dem, was ihr tut. Und ich hoffe, dass wir noch demnächst vielleicht schon bald wieder sprechen mit noch schöneren Geschichten und Ereignissen, die ihr erreicht habt, inshallah. Vielen lieben Dank. Wir danken dir, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, ja ein bisschen schöne Dinge zu erzählen. Und auch, dass du, also ich verfolge dich ja schon länger, dass du auch den, also schönen Leuten Raum gibst, um schöne Dinge zu erzählen. Allah Rasus, auch an dich. Wir beten, dass dieser Podcast in den kommenden Monaten und Jahren, inshallah, jeden muslimischen Haushalt erreicht. Du sagst wichtige Sachen, du redest mit wichtigen, richtigen, schönen, guten Leuten. Deine Absicht ist schön, rein, gut. Möge Allah, inshallah, deine Absicht skalieren, Amin. Um es unternehmerisch zu machen. Amin, Amin. Und dann sage ich Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Salam.